Hi, wir sind auf der CeBIT 2016 hier vor dem Stand von Antec und wir haben gehört, Antec hat ein paar ganz neue Gehäuse für uns zum Zeigen, teils sogar noch Prototypen und wir lassen uns vom Kollegen Jens Enders gleich mal zeigen, was es da alles Neues zu sehen gibt dieses Jahr. Ja, willkommen am Antec-Stand. Wir sind auch wieder dieses Jahr hier vertreten. Mein Name ist Jens Enders, ich bin Country Manager für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ja, wir zeigen euch einfach mal ein paar neue Produkte, die wir mitgebracht haben. Wie jedes Jahr gibt es natürlich auch ein paar Neuheiten, zum Beispiel unser Einstiegs-Gaming-Gehäuse GX200-Serie. Gibt es einmal als GX200 Standard, geschlossen, ohne Fenster und einmal als GX200 Blue mit Fenster und blauen LED-Lüftern. Preislich liegt das GX200 Standard im Bereich 30 bis 35 Euro und das GX200 Blue, sag ich mal, so Endverkaufspreis zwischen 35 und 40, je nachdem, wie viel Marge der Händler machen will. Das Schöne daran ist, das hat halt zweimal USB 3, einmal USB 2. Das hat halt, sagen wir mal, für das Einstiegssegment sehr gut ausgestattet. Wie man hier auch sieht, genug Platz für lange Grafikkarten, was ja, sagen wir mal, in dem Einstiegssegment nicht unbedingt üblich ist. Man hat trotzdem 6 Laufwerkschächte, einmal 5,25 Zoll sogar, immerhin, das ist ja gerade in Deutschland noch sehr beliebt. Und viermal 3,5 Zoll werkzeuglos und einmal 2,5 Zoll SSD. Ja, ansonsten noch 7 Erweiterungssteckplätze, also sagen wir mal für den Preisbereich mit Luftfilter sogar, also sehr interessantes Gehäuse. So, natürlich lassen wir uns auch nicht lumpen und haben direkt aus Taiwan frische Ware, ist uns angeliefert worden. Ein Prototyp GX330 wird es in zwei, also mindestens einer Farbe wird es in Deutschland geben, in Schwarz, wahrscheinlich auch in Weiß, das ist noch nicht hundertprozentig sicher. Aber hier sieht man schon mal den Prototypen. Leider kann man dazu noch nicht ganz so viel sagen, außer dass wahrscheinlich die Käfige herausnehmbar sein werden, sodass man auch lange Grafikkarten einbauen kann. Wir haben eine Lüftersteuerung, das ist auch klar, das wird kommen. Wie genau die Verteilung sein wird der Laufwerksschächte, ist halt noch nicht hundertprozentig klar. Es wird auch höchstwahrscheinlich ein 5,25 Zoll Schacht erhalten bleiben. Aber die Tendenz geht halt momentan immer mehr, dass man gar keine 5,25 Zoll Schächte mehr hat. Deswegen, wir sind da gerade so ein Umbruch. Kann sein, dass es noch einen hat, kann aber auch sein, dass der am Ende sogar wegfällt, damit man halt zum Beispiel längere Wasserkühlungsradiatoren einbauen kann, was ja momentan einfach mehr so Sinn macht. Preislich wird das GX330 wahrscheinlich im Bereich 50, 60 Euro liegen, aber möchte keine bösen E-Mails bekommen, nagelt mich also nicht fest. Es ist nur eine Tendenz. So, und dann haben wir hier zwei absolute Prototypen, direkt aus China. Aus China, fand ich mal so im Englischen, direkt aus China gekommen. Sehr interessante, sage ich mal, in dem momentan noch Designstudien, würde ich sagen. Ist noch nicht hundertprozentig klar, ob die kommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil, sagen wir mal, vom Designtechnischen ist zum Beispiel das Antec Crown, ist schon sehr ansprechend, ist halt mal was ganz anderes. Komplett aus Metall, Außenhülle aus Aluminium, in Stahl, was man halt sonst so nimmt. Aber es ist wirklich kein Plastik verbaut. Das einzige ist der kleine blaue Ring um den Powerknopf. Der ist tatsächlich aus Plastik, aber das war's. Der Rest ist wirklich alles aus Metall. Man sieht hier, dass von allen Seiten kann man halt reinschauen. Dementsprechend kann man natürlich schön mit optischen Effekten arbeiten, auch unterschiedlichen optischen Effekten. Wir haben oben einen blauen LED-Lüfter, von dem man jetzt farblich nicht so viel sieht. Und man kann halt hier natürlich auch, bei der Grafikkarte könnte man natürlich einen LED-Lüfter nehmen. Dasselbe natürlich für den normalen CPU-Lüfter. Moment, der ist hier. Auch da kann man natürlich entsprechend, kann man auch experimentieren. Ich mache mal ein bisschen sauber. Das zieht momentan den Staub noch etwas an. So. Man kann natürlich auch mal auch jetzt hier bei den SSDs, die man ja hier auch ganz gut sieht, da natürlich auch entsprechende Effekte natürlich einsetzen, wie man es halt haben möchte. Also das ist schon ein sehr interessantes Gehäuse. Und wie man sieht, kann man es auch sehr ordentlich zusammenbauen. Also man sieht von allen Seiten, kann man reingucken, man sieht aber keine Kabel. Also es ist schon so aufgebaut, dass man die Kabel sehr gut verstecken kann und im Endeffekt wirklich nur ein paar Kabel zu sehen sind. Aber wie das preislich liegen wird, mag ich ehrlich gesagt, sorry, aber nicht einzuschätzen, weil es ist halt sehr hochwertig, sehr viel Aluminium, dürfte wohl nicht so billig sein. Und ist, wie gesagt, noch absolutes Prototyp. Absoluter Prototyp, genau. Also designtechnisch wird es wahrscheinlich dann so schon bleiben. Wie es sich dann aber im Endeffekt noch intern verändern wird und so, das muss man halt dann abwarten. So, wir sehen Antec Crown, die Krone, sehr schönes Gehäuse mit viel Potenzial und wird entsprechend noch angepasst, sodass es, denke ich mal, dann auch marktfähig sein wird. Wir sind gespannt. Jetzt haben wir hier noch Trapez, genau.
Der Name ist jetzt noch nicht hundertprozentig klar. Der ist von mir jetzt erstmal so gewählt worden, weil auch das ist noch ein absoluter Prototyp. Was ich aber dazu sagen kann, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht mehr so viel Zeit gehabt, weil das kam auch Freitagabend erst an. Aber was man ja schon sieht, man hat hinten eine LED-Leisten. Hier vorne hat man einen Schalter, da ist eine Lampe. Sprich, ich gehe davon aus, dass man halt die verschiedenen Farben einstellen kann, dass man halt, wenn es zum Beispiel zu Hause steht, so ein bisschen wie Ambilight, sage ich mal, von Philips, dass die Wand dann halt so entsprechend angestrahlt wird, wie es halt so haben möchte. Interessant ist auch bei dem Gehäuse, man kann, die Seitenteile sind einfach nur gesteckt, sehr leicht zu öffnen. Und ja, man sieht halt ja auch schon, dass es noch wirklich ein Prototyp-Stadium ist, weil man hat hier, man hat immerhin schon den CPU-Cutout hier, dass man auch Wasserkühlung installieren kann, was ja schon mal gut ist. Aber ansonsten ist es ja noch sehr leer. Also wir haben jetzt momentan hier keinen Staubfilter, aber das denke ich mal, das wird alles kommen. Wie gesagt, ist ein Prototyp. Und man kann halt auch bei der anderen Seite kann man es halt bequem öffnen. Auch da ist es halt ohne Schrauben. Hier sieht man halt, dass ich habe halt zwei Plätze für SSDs momentan vorgesehen. Hier oben. Und man sieht schon, das Netzteil wird hochkant eingebaut. Genau, das Netzteil wird hochkant eingebaut. Das ist hier bei dem ja auch so, also bei dem Crown. Genau wie beim Crown. Und man sieht, dass also auf jeden Fall noch Platz, also da werden noch Anschlüsse, also Halterungen entsprechend sein für Lüfter, weil es gibt hier so viele Lüftersteckplätze, es macht wenig Sinn, wenn ich nur einen Lüfter momentan einbauen kann. Das ist also sowieso auch absoluter Prototyp. Aber so ganz interessante Studie und ich hoffe, es kommt nach Deutschland. So berichten wird natürlich die PC Games Hardware auch definitiv über das P9 Window, unser neuestes Modell aus der Performance One-Serie, was im Mai schon erscheinen wird, Mitte Mai, also sehr zeitnah. Ist halt eine sehr würdige Ergänzung unserer Performance One-Serie mit enorm viel Platz, 13 Laufwerksschächte, da passen Grafikkarten bis zu 430 mm Länge rein. Es hat zwei Lüftersteuerungen inkludiert und wie man sieht, auch ein sehr großes Fenster. Ich öffne jetzt mal das Gehäuse, dass man mal innen reinschauen kann, da sieht man auch ganz gut, wie viel Platz in diesem Gehäuse sind. Man kann diesen Laufwerkskäfig auch bequem, ich kann das mal zeigen, rausnehmen. Das heißt, in dem Augenblick habe ich dann natürlich die wirklich ultralangen Grafikkarten, die ich einbauen kann. Und habe eigentlich, und nicht nur eigentlich, ich habe dann immer noch genug Schächte für, ich meine, wenn man bedenkt, dass wir schon bei 6 Terabyte Platten sind, also ich glaube, sollte reichen. Ich kann das auch wieder bequem zurückklippen. Habe ganz klassisch noch 3x5 Zoll Schächte, was auch sehr, sehr praktisch ist. Und auch sehr schön, die Luftstaubfilter lassen sich unheimlich leicht rausziehen, reinigen und wieder zurückschieben. Und dasselbe nochmal. Ja, preislich wird das P9 Window im Bereich, ich sag, zwischen 80 und 90 Euro liegen. So ist jetzt mal unsere Einschätzung. Und damit liegt es eigentlich preislich eigentlich ganz gut zwischen dem P100 und dem P280, sodass wir halt die Serie komplettieren. Indem wir halt das P50 Window im Mini-ITX, Micro-ATX Bereich haben, dann das P100, dann das P9 Window, P82 und als High-End dann halt das P380, dann Performance One Serie. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn Fragen sind, einfach die PC Games Hardware fragen oder nach meinem Namen suchen. Okay, Dankeschön.